Komm, hier noch eine Schraube. Oh, passt das? So, warte, hier auch noch eine. Und perfekt. Hä? Wer ruft mich denn jetzt an? Oh, mein kleiner Bruder. Hi, wie geht's? Rexy? Ja, was ist los? Kannst du mich bitte abholen von der Schule? Abholen von der Schule? Ja, seit wann bist du in der Schule? Bitte komm mich einfach abholen. Ist alles in Ordnung? Ja, warum fragst du? Komm mich bitte einfach abholen. Okay, du hörst dich so traurig an. Ich bin gleich da. Tschüss. Hä, Freunde? Habt ihr gemerkt, dass sich mein kleiner Bruder irgendwie traurig angehört hat? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ich hole ihn jetzt einfach mal ab. Hier, so, mein Auto müsste jetzt auch funktionieren. Oh, falsche Seite. So, jetzt. Wo ist denn jetzt mein kleiner Bruder? Der hat gesagt, der ist in der Schule. Hä? Ich glaube, ich sehe ihn. Da ist er ja. Oh, kleiner Bruder, wo bist du? Ich bin hier. Hey, hä? Kleiner Bruder? Rexy. Hi. Wieso bist du denn hier ganz alleine? Was ist los? Ich weiß nicht. Ich sitze hier halt einfach. Du siehst so traurig aus. Ist alles in Ordnung? Ja, schon. Lass uns nach Hause gehen. Leute, so hat sich mein kleiner Bruder nie verhalten. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Wie können wir unseren kleinen Bruder glücklich machen? Ich habe eine Idee. Wenn du jetzt innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like und ein Abo dalässt, vielleicht wird er dann glücklich. Kommt schon, ihr müsst mir helfen. Ihr habt gesehen, wie traurig er war. 3, 2, 1, liken und abonnieren. Oh, danke, ihr seid die Besten. Aber er sitzt schon im Auto. Das habe ich ja noch nie so erlebt. Okay, willst du vielleicht was essen, kleiner Bruder? Nein, passt schon, danke. Ist wirklich alles okay? Möchtest du mir vielleicht irgendwas sagen? Nein, lass uns erstmal nach Hause gehen. Ich hab echt Hunger. Okay. Jimmy, wie kann ich dir helfen? Hey, Rexy. Ich hab gesehen, dein kleiner Bruder ist wieder da. Yippie. Und ich wollte mit ihm ein bisschen auf ein Spieli gehen. Okay, ich frag ihn gleich mal. Aber er ist heute ein bisschen müde. Aber ich sag dir dann Bescheid, okay? Na gut. Kleiner Bruder, was machst du hier? Hallo? Ich guck nur ein bisschen aus dem Fenster. Oh Mann, er sieht irgendwie traurig aus, Leute. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hast du eigentlich Geschwister und waren die auch schon mal traurig? Was hast du denn dann gemacht? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Kleiner Bruder, wie wär's, wenn wir mit Jimmy spielen? Was? Wie wär's, wenn du an meinem Computer spielst? Willst du an meinem Computer spielen? Ja, Minecraft spielen wäre schon cool. Dann kannst du gerne Minecraft spielen. Setz dich hin. Und ich sag Jimmy, dass du nicht kommst, okay? Okay. Oh, viel Spaß. Oh Mann, warum will er nicht mit Jimmy spielen? Jimmy? Rexy, er hat bestimmt ja gesagt, stimmt's? Er hat gesagt, er spielt später mit dir. Er ist ein bisschen müde von der Schule. Lass mich kurz mit ihm reden. Ich kenne ihn doch. Wir haben oft im... Er hat das Glas kaputt gemacht. Pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Deiner Bruder, was machst du denn da? Siehst du? Was macht Jimmy da unten? Ich will mit dir spielen. Soll ich hochkommen? Warte, ich komm. Was ist denn hier los? Ich verstehe gar nichts mehr. Kleiner Bruder? Hey, kleiner Bruder von Brexy, wie geht's dir? Bleib stehen, wir spielen Fang wie immer. Bleib stehen jetzt. Jimmy! Was ist denn? Es ist Zeit, dass du jetzt gehst. Merkst du nicht, dass er müde ist? Raus mit dir. Jimmy! Fang mich doch! Fang mich doch! Oh Mann! Ich will erst deinen kleinen Bruder erwissen. Komm her jetzt. Lass ihn in Ruhe. Geh jetzt bitte raus.
Jimmy! Hey, Alter, ihr seid voll doof, Mann. Ich wollte nur ein bisschen spielen mit deinem kleinen Bruder, ey. Mann, Jimmy nachher, hab ich doch gesagt. Leute, irgendwie hat mein kleiner Bruder Angst vor Jimmy, aber ich weiß nicht warum. Irgendwas stimmt da nicht, findet ihr nicht auch? Ich frag ihn einfach mal. Kleiner Bruder? Ach, du bist Rexy. Oh, Mann. Jimmy ist schon weg, aber was ist denn los? Ja, der Schultag heute war echt anstrengend. Oh. Okay, willst du dich vielleicht ein bisschen hinlegen? Ja, aber du musst alle Türen abschließen und alle Fenster zumachen, okay? Okay, alles gut, hier wird keiner reinkommen. Ich gehe jetzt arbeiten. Er verhält sich echt komisch. Aber naja, Freunde, vielleicht ist morgen ein besserer Tag. Müssen wir uns einfach mal anschauen. Rex, ich steh auf. Was ist denn los, kleiner Bruder? Jetzt zur Schule, okay? Soll ich dich hinfahren? Nein, das krieg ich schon hin. Wir sehen uns später. Ich fahr dich gerne, kleiner Bruder. Nein, mach's gut. Oh Mann, irgendwas stimmt wirklich nicht mit ihm. Da ist auch schon Jimmy. Ich glaube, die gehen gemeinsam zur Schule. Aber ich beobachte die beiden einfach mal. Schau mal, wie mein kleiner Bruder abhaut vor Jimmy. Was hat Jimmy denn gemacht? Bleib stehen jetzt. Wir müssen zur Schule, du Idiot. Lass mich in Ruhe. Geh sofort. Hey, wieso stinkst du denn heute wieder so? Du bist voll eklig, Mann. Alle werden wieder sagen, dass du mockerst. Komm, wir müssen in die Schule. Jetzt lauf. Und warum hast du da ein Loch in der Hose? Hey, du hast ja voll die kleine Kleidung an mit so Löchern drin. Hey, Jimmy! Hey, Brexy, wie geht's dir? Was hast du hier gemacht? Nix, ich wollte deinen kleinen Bruder zur Schule bringen, ist doch normal. Stimmt das, kleiner Bruder? Ich hab ihm gesagt, er soll sich endlich mal ein bisschen waschen. Ja, er hat nichts gemacht. Er hat nur gesagt, dass ich heute gut aussehe. Und du bist sicher, alles ist in Ordnung, kleiner Bruder? Ja, ich muss jetzt los. Mach's gut. Tschüss, Brexy. Freunde, das sah mir aber ganz schön anders aus. Ich glaube, mein kleiner Bruder wird gemobbt von den Schülern. Aber warum? Das muss ich jetzt unbedingt herausfinden. Und ihr müsst mir dabei helfen, weil alleine schaffe ich das nicht herauszufinden. Deswegen schau das Video unbedingt bis zum Schluss an. Mann, da stimmt was gewaltig nicht. Ich muss jetzt in die Schule und muss mir anschauen, was hier passiert. Das kann doch nicht sein, dass mein Bruder gemobbt wird von dem blöden Jimmy. Jimmy ist doch der kleine Bruder von Lumi. Oh Mann, das muss ich Lumi erzählen. Was machen die da? Hey, das ist mein Platz. Geh da weg, Mann. Was finde? Mann, du musst da hinten sitzen. Warum bist du immer so fies zu mir? Bin ich nicht. Du nimmst nur immer meinen Platz weg. Ich hab gar nichts gemacht. Du bist so gemein zu mir. Du Lügner. Wegen dir muss ich bestimmt wieder nachsitzen, wie letztes Mal. Ja, das war aber doch wegen Fabi und nicht wegen mir. Der hat dich gepetzt, Mann. Ja, sei froh, dass heute Fabi nicht da ist, ey. Der wollte nämlich heute zu dir kommen. Oh Mann. Leute, mein Bruder wird wirklich gemobbt und das ist nicht cool. Merkt euch eins, man soll andere Leute nicht mobben, weil man weiß doch nie, wie die persönliche Situation ist. Und das ist echt voll blöd. Wer Leute mobbt, ist uncool. Und wenn ihr sowas mitbekommt, sagt das sofort den Lehrern. Und das mache ich jetzt auch. Ich rufe jetzt Lumi an. Lumi ist doch der Bruder von dem blöden Jimmy. Und ich sage es ihm jetzt. Komm schon, Lumi, geh jetzt endlich ran. Brexy, hallo, was ist los? Lumi, was ist denn mit deinem kleinen Bruder Jimmy los? Mein kleiner Bruder Jimmy? Ja,
Der wird die ganze Zeit gehänselt von deinem kleinen Bruder. Der ist richtig fies zu ihm die ganze Zeit. Das stimmt gar nicht. Ich habe gerade mitbekommen, wie dein kleiner Bruder zu meinem Bruder gesagt hat, dass er stinkt und dass er seinen Sitzplatz austauschen soll und dass er kaputte Hosen hat. Das geht gar nicht, Lumi. Ja, das hat er nur gemacht, weil dein kleiner Bruder ihm sein Handy geklaut hat und es kaputt gemacht hat. Das stimmt doch gar nicht. Das kann gar nicht sein, Lumi. Dein Bruder ist wirklich ein Fiesling. Du solltest mal mit ihm reden. Ja, red du lieber mit deinem Bruder. Ich muss jetzt weiter. Tschüss. Oh Mann, Freunde, ihr habt das doch auch alle miterlebt, dass Jimmy meinen kleinen Bruder gehänselt hat und gemobbt hat. Das finde ich gar nicht gut. Schreibt das mal bitte jetzt unten in die Kommentare, dass es genauso war, damit das Lumi auch sehen kann. Ihr habt jetzt hier in meinem Inventar bestimmt schon gesehen, ich habe mir Kameras besorgt und werde das Ganze aufnehmen für Lumi, damit er sehen kann, dass sein kleiner Bruder wirklich ein Fiesling ist. Die werde ich jetzt hier überall in der Stadt platzieren. So... Einmal hier drüben, einmal bei Jimmys Haus, natürlich auch einen in der Schule, damit er auch genau sehen kann, wie er mit meinem kleinen Bruder umgeht. Warte mal, einen werde ich sogar hier platzieren. So, und einen in der Schule. Warte, ich gehe jetzt dorthin. Jetzt vor! Hä? Los! Beweg dich! Hallo, kleiner Bruder! Hi! Hallo! Ist alles in Ordnung? Mhm, alles super! Ja? Ich hab nicht dich gefragt, Jimmy. Ich hab meinen kleinen Bruder gefragt. Oh. Ja, es ist alles wie immer. Alles supi. Okay, dann sehen wir uns zu Hause. Ja. Tschüss. Irgendwie glaube ich ihm immer noch nicht. Deswegen platziere ich eine Kamera hier oben, dass die das auch gar nicht sehen. Dafür muss ich das hier wegmachen. Wartet. So, dann kann ich besser gucken. Und jetzt verbinde ich diese Kamera. Perfekt. So, und dann werde ich Lumi zeigen, dass er echt fies ist zu meinem Bruder. Okay, wo sind die denn jetzt hin? Oh, was will Jimmy schon wieder von meinem kleinen Bruder? Er ist wieder bei mir zu Hause. Das habe ich ihm doch gar nicht erlaubt, Mensch. Jimmy? Oh mein Gott, hier war jemand, der hat das kaputt gemacht hier. Mann, dein kleiner Bruder hat da unten das Glas kaputt gemacht mit seinem Bogen. Das stimmt. Das stimmt Siehst du? Nicht. Der schießt mich ab. Das ist nicht gut. Das tut weh. Ich habe da Schutz gesucht. Oh Mann, Jimmy, das tut mir wirklich leid. Ich rede mal mit ihm. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Es wird schon dunkel. Okay. Ach so, Plexi, heute wollte noch ein Freund vorbeikommen von der Schule. Der klingelt später vielleicht. Mach's gut, kleiner Bruder. Okay, Oh, hör auf, kleiner Bruder. Lass das. Aber er hat... Oh Mann... Mann, vielleicht hatte Lumi ja recht. Mein kleiner Bruder bewirft ihn einfach mit Pfeilen. Vielleicht reagiert deswegen Jimmy so gemein zu ihm. Oh, kleiner Bruder, komm sofort her und gib mir deinen Pfeil und Bogen. Wo bist du? Nein, du kommst jetzt her. Gib mir deinen Pfeil und Bogen. Nein. Oh, gib es mir her, sonst rufe ich Mama an. Mann. Und die Pfeile will ich auch haben. Ich hier. So, und du machst jetzt deine Hausaufgaben. Du hast einfach mit Pfeil und Bogen auf Jimmy geworfen. Hast du auch sein Handy kaputt gemacht? Nein, das stimmt nicht. Bist du sicher? Weil Lumi hat mir gesagt, du hast sein Handy kaputt gemacht. Nein, das stimmt nicht. Du machst jetzt deine Hausaufgaben und du spielst kein Minecraft. So. So. Ich packe jetzt das Pfeil und den Bogen hier hin. Das darf er nämlich nicht mehr benutzen. Und wir warten jetzt einfach auf den Freund Fabi. Vielleicht ist er ja cooler und spielt mit meinem kleinen Bruder. Wer hat denn jetzt geklingelt? Bruder. Kleiner Bruder, wo bist du? Na? Fabio! Fabio ist hier. Hi. Und ich bin... Hi, Maxi, wie geht's dir? Wer bist denn du? Ich bin Fabio von der Schule. Ich bin schon in der 5. Klasse. Und du kennst ihn? Mhm. Ja. Und du möchtest mit ihm jetzt spielen? Ja, komm. Oh, wie cool. Ja, dann mach das. Aber beeil dich, sei bloß nicht zu spät. Okay. Und komm mit, kleiner Bruder. Wir müssen auf den Billy. Tschüss, viel Spaß euch. Tschüss, Brexi.
Oh, Leute, wie cool. Mein kleiner Bruder hat endlich einen Freund und nicht diesen blöden Jimmy, der ihn die ganze Zeit gemobbt hat. Und schaut euch an, wie die zusammen spielen. Die machen bestimmt jetzt eine kleine Sandburg. Aber wartet mal, ich habe doch noch eine Kamera. So, die kann ich doch hier mal anschauen. Und sehe ich die beiden? Ja, da spielen die. Was sagen die? Ich beobachte die beiden einfach mal. Los, geh ein bisschen weg, Mann. Sonst denk ich wie du. Das ist nicht gut. Mann. Nimm mal so klein. Ja, was ist das denn? Du musst mir 5 Dias geben, ey. Ich kann nicht ohne Grund zu dir. Los, gib her jetzt. Ja, okay. 5 Dias? Warum muss mein kleiner Bruder ihm 5 Dias geben? Und entschuldige dich bei Jimmy, verstanden? Mein Jimmy ist von... Was ist denn? Was hast du gesagt? Dann sind das zurück, ich muss, Junge. Ich muss da eingreifen. So, immer Fabio! You prick, wie geht's dir? Was macht ihr hier? Wir spielen Sims-Männer, Bruder. Nein, er... Hä? Ich, ja, wir spielen. Komm, kleiner Bruder, du gehst jetzt nach Hause, sofort. Nee, wir müssen noch ein Schulprojekt machen. Oh, das wirst du noch sehen, dein Schulprojekt. Oh. Was ist denn los, Prexi? Na warte, das wirst du gleich schon sehen. Leute, wir müssen uns was einfallen lassen. Er hat die Diamanten von meinem kleinen Bruder geklaut. Die werde ich mir auf jeden Fall zurückholen. Aber dafür brauche ich natürlich ein paar Gegenstände. Der wird was erleben können. Ich habe auch schon eine Idee. Und zwar habe ich doch hier meine Ender-Soul-Hand. Und mit der kann ich Blöcke bewegen. Und damit werde ich ihn jetzt erschrecken. Aber wir müssen warten, bis er da oben runterkommt. So. Er wird denken, ich bin ein Geist. Ha, genau das mache ich jetzt. Na, na, na. Hi, Fabio. Sag mal, willst du mit mir spielen ein bisschen? Ich muss hier nur kurz was reparieren, wegen der Kamera. Tschüss, Fabio. Okay, dann wo ist dein kleiner Bruder? Der macht gerade seine Hausaufgaben. Na, warte, du kannst was erleben. Kleiner Bruder, wo bist du? So. Da. Und was? Das. Oh, was ist denn jetzt los hier? Hey! Nimm aber das. Ah, hör auf damit, Mann! Was? Hä? Wo kommt denn... Ah! Oh, ey! Bruder, hör auf damit! Das war nicht der kleine Bruder! Das war ein Geist! Es gibt keine Geister. Hör auf, sowas zu sagen, Brexy. Hör auf! Na, lauf, Fabio! Lauf! Es gibt noch Geister! Brexy ist ein Geist! Mhm, bleib stehen! Nein! Du bleibst sofort stehen! Ich gehe in Lumis Haus rein! Nein, Fabio, ich bin hier! Bleib stehen! Nein, du kriegst mich nicht niemals! Nein! Geh da raus! Nein! Fabio, bleib jetzt stehen! Was willst du von mir, Junge? Du lässt meinen Bruder allein! Und in Ruhe. Ansonsten kriegst du Ärger mit mir. Hast du das verstanden? Aber, ja, okay, aber... Was aber? Aber Jimmy wollte das, Mann. Gib mir die Diamanten von meinem kleinen Bruder zurück. Ich hab die verloren. Nein, die hast du... Oh, bist du sicher? Ja, ich hab sie echt verloren. Ich frag noch einmal, hast du die Diamanten... Hör mir zu! Ich hab sie! Nimm und lass Nein! Du bringst sie meinem Bruder selber! Hier! Nimm die Diamanten! Okay, wir gehen dahin, ja? Wir gehen dahin jetzt, komm! Und du entschuldigst dich bei ihm! Du bist gruselig, Mann! Kleiner Bruder, wo bist du? Oh Mann! Oh, Freunde! Das habe ich ja gut hingekriegt, oder? Ich will nicht, dass mein kleiner Bruder mit bösen Leuten spielt und er gemobbt wird. Das ist voll uncool. So, und jetzt entschuldigst du dich, Fabio. Hallo, kleiner Bruder, du bist ey. Warte, kleiner Bruder, ich möchte dir was sagen. Papa, er ist gemein. Nein, ich muss dir was geben hier. Und ich werde nie wieder was tun, ja? Das ist alles deins. Entschuldigung, es tut mir so leid, bitte. Leute. Genau, das ist alles meins. Und jetzt verschwinde, bevor ich dir dein Popo verhau. Papa. Was hast du davon? Haha. Kleiner Bruder, du sollst auch nicht gemein sein zu den anderen. Hast du verstanden? Aber...
Okay. So, Leute, ich glaube, das habe ich gut hingekriegt. Mein kleiner Bruder wird nicht mehr geärgert von Fabio und ich rede nochmal morgen mit Jimmy und das ist voll uncool, wenn man Leute mobbt und wenn man Leute ärgert, weil sie vielleicht nicht die coolere Hose haben. Deswegen macht das nicht. Und wenn ihr sowas seht, sagt es sofort dem Lehrer. Das ist wirklich uncool. Glaubt mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und vergesst nicht, meine Freunde abzuchecken. Die machen auch richtig coole Videos. Und bevor du gehst, check gerne noch das Video hier ab am Ende. Tschüss. Brexy, abonniert Brexy, bitte.